Guten Tag, mein Name ist Dr. Marc Bürkhahn, ich bin Urologe und Androloge hier in der Urologie am Ring in Köln. Testosteron, das ist so das zentrale Geschlechtshormon bei uns Männern. Testosteron hat in vielen Bereichen eine wichtige Wirkung bei uns. Das merkt man spätestens, wenn man einen Mangel hat davon. Ich erzähle Ihnen gleich ein bisschen, wo das alles, an welchen Stellen das alles wirkt. Testosteron ist wichtig für Ihren Körper und für Ihren Geist. Also, wenn man mal auf psychische Faktoren und psychische Effekte von Testosteron geht, ist es so, dass zum einen, dass das so eine gewisse, ja, sagen wir mal, Grundaktivität macht. Ja, dass wir Männer rausgehen und ne, uns gehört die Welt, das ist eine Wirkung vom Testosteron. Umgekehrt, wenn sie es nicht haben, kann es bis zu Depressionen gehen. Also, ich hatte mal den Fall von einem Mann, der so Verkäufer, so Einkäufer in einem großen Unternehmen ist, wo er wahnsinnig viele so geschäftliche Verhandlungen führt. Und er sagte, er wäre überhaupt nicht mehr berufsfähig, weil er bei Verhandlungen immer zurücktritt und sagt, ja, gar kein Problem. Er hat mir erzählt, dass er im ersten Gespräch über seine Frau fände das alles gar nicht so schlimm, aber er fühlte sich dadurch richtig schlecht. Bei ihm haben wir Testosteron bestimmt und siehe da, er hatte einen sehr niedrigen Testosteronwert. Wir haben das dann erhöht und plötzlich ging ihm es deutlich besser. Wenn man einen Testosteronmangel hat, verträgt man Stress nicht mehr so gut, man fühlt sich schlechter, schneller ausgelaugt. Ne, kleine Sachen können einen überfordern. Auswirkungen auf den Körper sind: Klar, weniger Muskelmasse wird aufgebaut, vielleicht Fettgewebe wird mehr aufgebaut. Man hat eher so ein weibliches Fettverteilungsmuster am Körper. Muskelschmerzen können auftreten. Bei wirklich niedrigen Testosteronwerten ist es gefährlich richtiggehend, weil sie ihre Rate oder ihre Gefahr, Zucker, Diabetes zu entwickeln, deutlich erhöhen. Auch ihre Fettwerte, ihre Cholesterinwerte steigen, sodass auch man weiß, dass ein zu niedriges Testosteron auch mit so Sachen wie Herzinfarkten und sowas vergesellschaftet ist. Also sie erhöhen ihr Risiko für solche Dinge. Andere Symptome sind zum Beispiel Schwitzen oder Schlaflosigkeit. Ganz abgesehen von natürlich solchen Sachen wie Sexualität, dass plötzlich Sexualität nicht mehr so interessiert oder auch, dass es nicht mehr so funktioniert, dass also Erektionen einfach viel schlechter werden, als es früher war und nicht mehr so funktioniert alles. Es gibt ganz gute Fragebögen, die wirklich diese ganzen Einzelpunkte, die ich eben so angeschnitten habe, erwähnen, ja, und abfragen. Das sollten Sie mal machen. Also schauen Sie doch mal im Netz nach dem AMS, Aging Male Symptom Score. Aging Male ist ein bisschen uncharmant, fragt eigentlich nicht nach Alterungserscheinungen bei uns Männern, sondern fragt eigentlich nach Symptomen von einem Testosteronmangel. Das können Sie darüber herausfinden. Fragebögen helfen, um die typischen Symptome abzufragen, aber natürlich ist das Ganze auch eine Labordiagnose. Also Sie müssen Blut abnehmen und dann schaut man, einmal ist der Testosteronwert normal, aber es ist nicht nur ein einzelner Wert, sondern es ist so, dass man auch verschiedene andere Werte bestimmen sollte. Dazu ist es so, dass unser Gehirn ständig die Hodenproduktion und die Testosteronproduktion überprüft. Ja, Testosteron wird ja in den Hoden produziert. Da gibt es ein spezielles Hormon, mit dem das Gehirn mit den Hoden spricht, das heißt LH. Das bestimmt man mit. Also man bestimmt das LH, man bestimmt das Testosteron und dann sollte man auch immer gucken, wie viel von dem Testosteron wirklich verfügbar ist. Ja, wie viel kann Ihr Körper denn wirklich verwenden? Weil ein Großteil vom Testosteron ist an so ein Transportprotein gebunden und das schwirrt zwar in Ihrem Körper rum, entfaltet aber nicht die Wirkung, die man will. Wenn wir also so eine Blutabnahme gemacht haben, stoßt man auf ein anderes Problem, nämlich was ist denn der normale Testosteronwert? Und das ist gar nicht so leicht zu beantworten. Das ist sicherlich immer abhängig, wie alt man ist. Also ein junger Mann hat ein höheres Testosteron als ein älterer Mann. Aber auch von einem Mann zum anderen sind die Werte unterschiedlich. Da gab es eine ganz interessante Untersuchung, die nämlich geguckt hat, ist es denn wirklich der absolute Wert, ne? Also
was auf dem Laborzettel steht? Oder ist es denn nicht vielmehr die Entwicklung? Ja, wenn Sie früher vor 5 Jahren einen hohen Testosteronwert haben und jetzt Jahre später einen normalen Testosteronwert haben, dann ist ja Ihr Testosteronwert abgefallen. Und da hat man festgestellt, diese Entwicklung über die Zeit, so longitudinale Entwicklung wurde das genannt, das ist das, was das Entscheidende ist und was auch Ihre Probleme verursacht. Also eigentlich sollten wir Männer alle irgendwie mal so mit 30 einmal den Testosteronwert bestimmen, damit wir wissen, das ist unser Ausgangswert. Das ist eigentlich der Wert, wie er sein sollte bei uns. Und dann kann man sagen, wenn er dann halt 5, 6, 7, 8, 9, 10 Jahre später niedriger ist, okay, der ist eindeutig unter dem, was für mich normal ist. Das ist viel eher dieses, dass man da gucken muss, was ist der individuelle normale Wert, ist viel wichtiger als was ist jetzt der Wert für alle Männer in ganz Deutschland. Was ist da der normale Wert? Was ist die normale Behandlung bei Testosteronmangel? Normal ist, ich gebe Testosteron dazu. Ja, ist nicht ganz elegant, aber ist leicht zu machen. Es gibt keine Testosterontabletten. Man kann das oder üblicherweise wird es als ein Gel gegeben. Das sind so kleine Tübchen, die Sie auf die Haut auftragen. Es gab auch mal oder gibt es, glaube ich, noch so ein Mittel, was man wie so ein Adeo-Roller verwendet oder man benutzt das als Spritzen. Spritzen müssen in den Muskel gegeben werden, das tut weh, kann man nicht so richtig gut selbst machen. Ne? Also insofern zumindest anfangs das mit dem Gel zu machen, ist immer besser. Ein großes Problem bei einer Testosteronersatztherapie ist, dass Sie, wenn Sie Testosteron von außen zuführen, dass Sie gegen Ihr Gehirn arbeiten. Ihr Gehirn merkt das nämlich und sagt, oder reguliert ihre Eigenproduktion, ihre Hoden so weit runter, dass ihre Hoden plötzlich nicht mehr so viel arbeiten. Das hat zwei Effekte. Erstens, die Hoden können schrumpfen, wenn sie zu viel Testosteron im Körper haben, weil die einfach nicht mehr angesprochen werden. Die denken, sie müssen nichts mehr arbeiten. Und das Zweite ist, dass sie unter einer Testosterontherapie quasi unfruchtbar werden. Ja, die Wahrscheinlichkeit, wenn sie Testosteron nehmen, dass sie dann Kinder zeugen, ist extrem niedrig. Ja, eine Sache, die viele Leute, die Doping machen, nicht so richtig gut bedenken. Ja, bei den meisten Männern passiert das wieder, dass es sich wieder normalisiert, wenn man das Testosteron weglässt. Aber immerhin bei ungefähr einem Viertel bleibt die Spermienproduktion weg. Das muss man sehr, also wenn man das aus Testosteron, wenn man Testosteron nimmt, um aus Dopinggründen das zu machen, muss man sich da sehr genau das bedenken, ob einem die Gefahr, ob man die eingehen will. Wenn es notwendig ist und wenn Ihre Kinderplanung abgeschlossen ist, dann ist das ein gutes Verfahren, Testosteron von außen zuzuführen, was Sie schlagartig sich besser fühlen lassen wird. Also, wenn Sie einige Symptome erkannt haben, die auf Sie zutreffen, gehen Sie zum Urologen oder besser einem Andrologen, sprechen Sie darüber, das kann man behandeln. Ich werde in einem der nächsten Videos auf natürliche Wege der Testosteronerhöhung eingehen. Also, wenn es Sie interessiert, abonnieren Sie den Kanal und bleiben dran. Bis dahin. Tschüss.